Wir wenden mathematische Modellierungsmethoden in der Medizin und Life Sciences an. Man nennt das häufig Computational Life Science. Dort braucht man Methoden wie Kontinuumsmechanik oder statistische Datenanalytik. Wir arbeiten im systembiologischen Projekt AnoX zusammen mit Medizinern, Gefäßbiologen und anderen Wissenschaftlern, um die bekannte Gefäßschwäche Gehirnaneurysmen zu untersuchen. Ein Aneurysma ist eine Aussackung an einem Blutgefäß und die sind besonders im Gehirn gefährlich. 3% der Bevölkerung haben so ein Aneurysma und man weiß eigentlich noch gar nicht, woher die kommen. Die Frage ist, wenn ein Aneurysma jetzt besteht, wächst dieses, ist es instabil oder bleibt es? Denn die wenigsten Aneurysmen reißen tatsächlich. Der Körper ist sehr, sehr robust. Was eben stattfindet, sind biologische Umbauprozesse in der Wand und die führen dazu, dass die Wand unregelmäßig wird und genau dieses Unregelmäßige versuchen wir zu detektieren mittels Bildgebung. Und der Arzt hat jetzt viele Fragen. Was sind genau die Risikofaktoren und behandle ich oder beobachte ich? Im Projekt hat die ZHAW vielfältige Aufgaben. Die Kollegen von der Universität Genf untersuchen die biologischen Umbauprozesse in der Wand und wir bauen daraus ein zelluläres Modell. Zum Zweiten entwickeln wir eine Verarbeitungskette vom klinischen Bild zur Oberflächenextraktion, Merkmalsextraktion und verwenden maschinelles Lernen, um daraus zu einem Krankheitsmodell zu gelangen. Und das Ganze verbindet man eben mit Patientendaten. Und diese Aneurysmen sehen sehr, sehr unterschiedlich aus. Deshalb kommen wir zu dem dritten Teil. Wir bauen eine Datenbank auf von Aneurysmen gemeinsam mit der Schweizer Neurostiftung und bauen dafür eben auch Tools für den Zugang und für die Analyse. Und auch um Kohortenstudien zu untersuchen für weitere Wissenschaftler. Die personalisierte Medizin ist gerade ein Riesenthema in der Schweiz und grundsätzlich in der Gesellschaft. Das heißt, wie können wir Patientendaten nutzen, um bessere Vorhersagen zu treffen für den individuellen Patienten? Und hier sind wir aktiv und wir arbeiten eng mit Medizinern und auch Regulation zusammen, um zu sehen, wie weit kann man hier gehen und was macht Sinn. Und zum Beispiel, wir schauen uns auch immer wieder neue Bildgebungsverfahren an, um dort zu entdecken, ob irgendwelche Risikofaktoren auftauchen, die wir bislang noch nicht gekannt haben. Das heißt, wir leisten einerseits einen Beitrag zur Grundlagenforschung, entwickeln aber auch wirklich pragmatische Tools und die Balance müssen wir immer wieder neu austarieren.